بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister im Islam. Ich bin's, euer Bruder Muntasir, und ich wollte euch heute ein Hadith vorlesen, der mein Iman sehr gestärkt hat, und ich würde ihn euch gerne weitergeben bzw. vorlesen. Und zwar berichtete Anas ibn Malik radiallahu an, ein Mann trat in die Moschee am Freitag durch eine Tür ein, die sich gegenüber dem Podest befand, auf dem der Gesandte Allahs Friede und Segen auf ihm stand und predigte. Der Mann blieb vor dem Gesandten Allahs Friede und Segen auf ihm stehen und sagte: O Gesandter Allahs, das Vieh ist verendet und wir sind ratlos geworden. So bitte Allah darum, dass er uns Rettung bringt. Da erhob der Gesandte Allahs Friede und Segen auf ihm seine Hände und sagte: O Allah, unser Gott, gib uns Wasser. O Allah, unser Gott, gib uns Wasser. O Allah, unser Gott, gib uns Wasser. Bei Allah, so berichtete Anas, und es gab am Himmel weder Wolken noch eine Spur davon, noch sonst andere Zeichen. Und es gab zwischen uns und dem Berg Sal keinerlei Häuser, die so hoch oder tief wären, um unsere Aussicht zu hindern. Man muss sich das so vorstellen, als wenn man im Urlaub wäre und dieser knallblaue Himmel, wo man noch nicht mal ein Wölkchen sieht. Weiter berichtete Anas, da erschien dahinter eine Riesenwolke, die die Mitte des Himmels einnahm, also nachdem Muhammad s.a.w. die Dua gemacht hat. Da erschien dahinter eine Riesenwolke, die die Mitte des Himmels einnahm, sich ausbreitete und anschließend Regen spendete. Bei Allah, so sagt Anas, und wir sahen die Sonne eine Woche lang nicht. Subhanallah. Und weiter geht der Hadith. An dem darauffolgenden Freitag kam ein Mann durch dieselbe Moscheetür, während der Gesandte Allahs Friede und Segen auf ihm dort stand und seine Predigt hielt. Der Mann stand vor ihm und sagte: O Gesandter Allahs, unsere Güter sind vernichtet und wir sind von der Außenwelt abgeschnitten. So bitte Allah darum, dass er den Regen zurückhält. Da erhob der Gesandte Allahs Friede und Segen auf ihm seine Hände und sagte: O Allah, unser Gott, lass es um uns, nicht über uns regnen. O Allah, unser Gott, lass es auf Höhen, Rinnen, Täler und Pflanzengewächs regnen. Da hörte es auf zu regnen und Anas berichtete, und wir gingen hinaus in die Sonne spazieren. Subhanallah. Nachdem Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gegenteil gemacht hat, und zwar Dua gemacht hat, dass der Regen aufhören sollte, weil er ja letzte Woche Freitag für den Regen Dua gemacht hat. Allahu Akbar. Und dann Sharik fragte Anas, war es derselbe Mann gewesen, der da zuerst kam? Und Anas radiallahu anhu antwortete: Ich weiß es nicht. Das ist nur ein Wunder von vielen Wundern von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also dieser Hadith hat mein Iman sehr gestärkt, und ich war in Medina und ich habe diese Tür gesehen, Baba Rahma heißt die Tür, wo das passiert ist, also wo dieser Mann durch diese Tür gegangen ist und Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebittet hat: Bitte mach Dua, dass es regnet. Allahu Akbar. Zum Abschluss wollte ich euch noch eine gute Seite empfehlen, Einladung zum Paradies, sowieso klar, und dann noch eine andere schöne Seite, und zwar www.durus.de. Ich bitte Allah, dass er diese Sache von mir annimmt, und möge Allah mir vergeben. Und liebe Brüder und Geschwister, weiter so, denn wir sind auf dem richtigen Weg und der Islam ist die Wahrheit. Allah existiert und am Tage des Gerichts werden wir vor Allah Rechenschaft ablegen müssen. Möge Allah uns vergeben und möge Allah von uns annehmen, und inshallah, weiter so. Assalamu alaikum.